Update! Neue Map! Ankobit Games Hauptquartier! Ja, meine lieben Freunde und Kinderchens, und damit willkommen zurück zu Splatoon Online. Heute die letzte Map, die es in Splatoon gibt. Das Ankobit Games Hauptquartier oder Headquarter. Nennt es, wie ihr wollt. Ich lasse eurer Kreativität freien Lauf und ja. Welche Waffe passt zu dieser Map besser als die Airbrush RG, mit der man ordentlich punkten kann? So als kleiner Leitfaden zum Start. Los geht's! Da haben wir es! Das Ankobit Games Headquarter. Ich hatte vorher noch die Tümmlerkuppel gehabt und, naja. Jede Map, die nicht das Ankobit Games Headquarter ist, wird rausgeschnitten. Sollte klar sein, ne? Es geht in diesem Part einzig und allein um dieses schöne Headquarter hier. Und ich denke, damit werden wir eine Menge Spaß haben. Gerade weil es vor Innovation trieft. Ich sag's euch. Die Sachen oder einige Sachen, die wir hier sehen werden, die werden euch umhauen. Die meisten Sachen, die wir hier auch sehen werden, die gibt es so schon an sich im Singleplayer. Jedenfalls die hauptsächliche Idee, wie zum Beispiel... Fuck. Wie zum Beispiel... Ja, diese Plattformen, die man... Ja... anschießen kann mit Farbe und die sich dann fortbewegen. Kennen wir ja so schon in dieser Form aus dem Singleplayer. Ich zeig's euch mal. Es gibt ja diese Turbinen, die man quasi antreibt und ziemlich cool. Ich spiele sie gerade zum ersten Mal und ich finde, wie immer, unübersichtlich as fuck. Und bis ich hier reinkomme, dauert's. Was jetzt nicht heißen soll, ne? Oh mein Gott, unübersichtlich, wie scheiße ist das denn? Sondern es ist gerade das erste Mal, dass ich diese Map spiele und naja, es ist immer so. Beim ersten Mal oder... Es gibt ja immer dieses erste Mal, wenn man bei einer bestimmten Map abkackt. Wenn man sie zum ersten Mal spielt. Ich glaube, das kennt jeder von euch. Und ja, Ankobit Games Headquarter. Die letzte Map in diesem Spiel. Die wohl letzte Map. Ne? Wir haben ja vor ein paar Parts über DLCs zu diesem Spiel philosophiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwann in Angriff genommen wird. Aber so an sich würde ich sagen, es ist der offiziell... vorerst letzte, ja, Map, der Map, ihr wisst Bescheid, der Map, ja, ja, schön, oder? Und ich komme momentan einfach nicht über die Mitte hinaus, aber liegt auch daran, weil er halt so ein verdammter Sniper-Typ ist. Aber ich denke, das sind zwei Sniper-Typen? Was? Der eine da oben, der andere unten, Mann, das ist so, boah. Junge, 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 Junge. Okay. Ja, das Games Headquarter besteht wirklich hauptsächlich aus diesen Turbinen-Plattformen, die es hier nun mal in Mengen gibt. Ja, ihr wisst Bescheid. Und würde ich nicht ständig sterben, würde ich euch auch mehr von der Map zeigen können. Beziehungsweise würden die Sniper-Typen hier nicht so rumnerven, weil das ekelt echt schon. Das ekelt enorm an. Aber okay. Wir haben bisher nicht viel gesehen, aber ich denke, so kann man sich das auch über diese ganze, über diesen ganzen Part aufteilen. Komm schon! Ist das dein Ernst? Meine Güte, kann man hier nicht in Ruhe gelassen werden? Ich glaube, ich wechsle gleich zum Medusa-Kriegsroller. Das kann doch nicht sein. Die Punkte sind aber recht, recht, ja, cool. Wir haben fast 1000 Punkte. Ob wir die jetzt noch voll bekommen? Ich denke nicht, aber, hier kann man Punkte farmen, gehe ich von aus, ne? Gerade fürs erste Mal auf der Typen, ja. Ja, fürs erste Mal knapp 1000 Punkte einfach mal so gemacht. Das ist in Ordnung. Ist zwar die Airbrush, aber komm, gegönnt. Ich würde auch sagen, ich wechsle gleich echt. Weil, naja. Ich fühle mich da mit dem Medusa-Klecks-Roll einfach wohler und... Ein paar Kämpfe sehen wir doch mit der wunderbaren, guten Airbrush RG, aber danach wird gewechselt. Ne? So, diesmal in Pink und diesmal in Gut. Denn wir wollen gucken, dass wir da jetzt recht schnell durchkommen. Das kann doch nicht wahr sein. So, auf geht's. Ich nehme direkt mal den linken Weg, weil der ist prädestiniert für mich, ja. Da ist mein Name drauf. Seht ihr das nicht? Oh, Kinders. Mensch, 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 Mensch. Ja, ist eine Map, die sehr, sehr krass auf Teamfights ausgelegt ist. Eigentlich ist es zwar jede Map, so gut wie jede Map, aber die hier hat nochmal so eine besondere Stufe.
Weil die Kämpfe halt meistens in der Mitte stattfinden. Das haben wir auch gesehen. Die meisten sind in die Mitte gegangen zum Kämpfen. Kann ich da hoch? Nein, da kann ich nicht hochgehen. Schade aber auch. Oh mein Gott, was leckt das denn hier so rum? Oh Gott. Kaum ist die Map neu, da fangen hier schon wieder die Lags an. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Naja. Wie ich schon sagte, ich denke, die Map hier wird sehr, sehr krass auf Teamfights ausgelegt sein. Gerade aus dem Grunde, weil man hier, naja, sich oft in der Mitte trifft. Also es geht hier alles über die Mitte. Es tut es zwar, ja, ich weiß, das tut es auch in den meisten anderen Maps. Oh Gott. Und die Sniperin ist echt nicht gut. Sonst hätte sie mich schon längst gekillt. Was sie nicht getan hat. Leckt doch hier nicht so rum. Meine Güte. So, auf jeden Fall. Teamfights und sowas. Sehr, sehr wichtig. Dass man sich gerade in der Mitte trifft, um zusammen zu kämpfen. Klar auf dem Weg zu deren Spawn, was ich gerade eben versucht habe und gescheitert bin. Das kann man auch machen. Und ich würde auch sagen, das mache ich auch. Weil es ist... Oh. Ich hoffe, ich habe jetzt Felix nicht gerade so ganz gestört beim Absnipern. Ah! Das heißt, man muss auch Rücksicht nehmen, ne? Durchaus, weil wenn man sich gerade vorstellt, okay, da steht ein Sniper und da möchte jemanden abballern. Tschüss. Wenn da ein Sniper steht und da möchte irgendjemand abballern, dann komme ich an und heb da die Plattform an. Ist auch nicht so ganz nett, ne? Ja, da muss man schon ein bisschen ab... Das ist ein Abturner. Das macht eigentlich so ganz an, ne? Aber okay. Wir haben sie recht gut im Griff, aber wir machen noch weniger Punkte gerade. Was so ganz klar ist, weil ich würde auch sagen, die sind gerade nicht so dominant wie noch im letzten Kampf, weil auch einige Teammates von ihnen hier sind. Also in meinem Team jedenfalls. Aber eine... Oh. Tinferno können wir doch zünden, super. Wollen wir es spannend machen und die uns fürs Ende aufsparen? Wollen wir machen? Was ist, wenn wir sterben? Wir nutzen sie jetzt. Wir nutzen die definitiv jetzt. Weg! Weg! Gut, dass ich sie jetzt genutzt habe, weil ansonsten wäre sie weg gewesen. Aber gut. So viel dazu. Und mehr zu dieser wunderbaren Map, das Ankerbit Games Headquarter. Man muss diesen Namen einfach erwähnt haben, damit es sich in den Köpfen der Leute einbrennt. Ja. Der erste Eindruck so, die ersten zwei Male gespielt. Ich muss sagen, es macht Spaß. Gerade auch dieses frische Erkunden, das ist immer was Neues für einen, ne? Muss ich sagen. Aber gut, wie gesagt, mehr zu dieser Map jetzt. So, nach ein paar Rage Quits geht's auch endlich wieder weiter auf der Ankerbit Games Headquarter. Wisst ihr auch warum? Rage Quit? Wisst ihr warum? Weil ständig die Tümmler-Gruppe meinte zu kommen. Das kann doch nicht sein. Weißt, oh, Junge, Junge, Junge. Da ist die Map mal neu da. Und was kommt? Nur die Tümmler-Gruppe. Ich habe ja schon so 7 Kämpfe hinter mir. Oder es waren, glaube ich, mehr. Lass es 8 oder 9 Kämpfe gewesen sein. Ich habe erst 3-mal diese Map. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles hier nicht wahr sein. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm. Du machst die Konsole aus. Hat keinen Sinn. Ich habe jetzt keinen Bock, 3 weitere Minuten hier zu verplempern, weil es ist gerade natürlich frischer Freitag. Der Fische-Frisch-Freitag. Und, naja, der Part muss um 12.30 Uhr oben sein. So ist das, ne? Denn ich als bester Minecraft- und Splatoon-Let's Player, warum sage ich Minecraft? Ich habe keine Ahnung. Muss natürlich zeigen, dass ich die Maps als erste zeige. Und natürlich als einer der, ja, motiviertesten. Und das geht nur, wenn ich diese verdammte Map spielen kann. Nicht diese verdammte Tümmler-Kuppel. Wenn es nach mir ging, hätte man, glaube ich, nur die Auswahl haben können zwischen Ankerbit Headquarter und Ankerbit Headquarter. Dankeschön. Mann, war der Dünaroller lahmarschig. Okay. So. Jetzt habe ich schon so lange nicht mehr diese Map gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ging. Kann man mir das glauben? Ich glaube schon. Naja, wir haben so ein paar inkompetente Typen hier im Gegnerteam, aber das ist auch okay, damit will ich mich ja abfinden. Und, ja. Ich wollte irgendwas zu dieser Map sagen. Aber wisst ihr, was dann kam? Richtig. Die Tümmler-Kuppel kam. Mehrmals.
Und dann hatte ich keine Ahnung mehr, worüber ich reden sollte. Aber es ist schon okay. Okay, 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 okay. So. Das Gute ist, man kann sogar hier noch, wenn man, naja, seht, okay, die Plattform geht hoch. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Ganz einfach, ihr spritzt einfach die Wand an und dann geht's hoch. Ja. Easy. Ja. Wobei die gerade die Mitte einnehmen. Ich verstehe gar nicht, warum. Genau, versteck dich in der Tinte. Das ist okay. So. Ah, genau, was ich sagen wollte. Es gibt sehr, sehr viele Wege in diesem, ja, auf dieser Map. Ne? Sehr, sehr viele Wege gibt es. Dann ist hier die weitläufige Mitte. Und dann geht es ja zu dem Gegner-Spawn, der auch weitläufig ist. Was ja auch klar ist, weil die Maps sind ja symmetrisch und da muss es ja einigermaßen. Okay. Da muss es ja einigermaßen symmetrisch sein. Was? Keine Ahnung, ich habe wieder irgendwas gelabert. Naja. So viel dazu. Die Map macht auf jeden Fall Spaß. Ich denke, ich werde euch noch so ein, zwei Kämpfe zeigen. Damit ihr auch was Schönes, Knackiges habt. Natürlich gibt es ja noch mein Fazit zu dieser Map. Ist ja ganz klar, ich habe ja immer mein Fazit, weil ich bin der Wikipedia Tendo LP. Und ich als Wikipedia Tendo LP muss natürlich zeigen, dass ich diese Map bewerten kann. Und wie, wenn nicht heute, zu diesem wunderbaren Anlass, dieser wunderbaren Map. Ihr wisst Bescheid. Aber dass wir das noch gewonnen haben, ey, das ist ja schon fast ein Wunder. Weil wir gegen Ende echt schlecht waren, ne? Ja, ja, so ist das. So, Kampf Nummer 4. Ich denke, das Fazit verlagern wir aber auf ein andermal. Zum nächsten Kampf. Was kein Kampf ist, sondern ihr werdet sehen, was ich damit meine. Wenn wir uns die Map mal in Ruhe anschauen. Ganz in Ruhe. Ne? Generell kann man sagen, wie ich schon direkt zum ersten Kampf sagen konnte, die Map besteht hauptsächlich aus mehreren Gängen. Die große Mitte, dann auf jeden Fall diese engen Gänge, die es ja auch noch gibt. Und besonders diese Plattform, die man quasi, ja, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Jetzt fehlt mir das Deutsch, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Diese Plattformen, die Turbinen haben und die man antreiben kann. Was eine richtig coole Idee ist. Ich wundere mich sowieso schon, warum diese Idee erst so spät hier in den Online-Modus eingefügt wurde. Ich meine, es gibt diese, ja, Plattformen, die man antreiben kann, durch diese Turbinen, wie gesagt. Es gibt die doch schon seit dem Singleplayer und seit der Kampagne, die es halt im Singleplayer gibt. Und ich frage mich, warum erst jetzt? Ist zwar gut, dass es jetzt rauskommt, aber warum erst jetzt und warum erst diese, warum nur diese eine Idee? Ich meine, kaum eine andere Map hat mit Innovationen geprahlt. Ich gebe zu, die letzte, die Steinköhlergrube, die hat nochmal eine Innovation dazugelegt. Nämlich halt diese Laufbänder, was auch eine coole Idee ist. Aber jetzt das hier nochmal, das setzt die Krone auf. Durchaus, ja, muss ich sagen. Und da ist es mir nämlich ein Rätsel, warum erst zwei dieser Ideen umgesetzt worden sind. Ich denke, das kann mir aber keiner beantworten. Es ist schwierig, das zu beantworten. Ne? Ich meine, es gab ja noch so Ideen, ne? Jetzt, wo wir gerade hier bei der letzten Map angekommen sind, kann ich das ja auch mal raushauen. Es gab zu der Beta zu diesem Spiel Maps und Ideen, die so noch gar nicht da waren, ne? Und die heute im fertigen Spiel gar nicht da sind. Was halt ein bisschen fragwürdig ist, weil, naja. Ja gut, es ist halt logisch, dass Entwickler Ideen verwerfen und dass zum Ende nur noch ein komprimiertes Paket Zugang zum Spiel findet. Das ist ganz normal, ne? Das ist ja ganz klar. Und da gehe ich jetzt rüber, weil, oh, das ist ja voll die Abkürzung. Die ist mir gerade eben erst klar geworden. Das heißt, es gibt auch andere Wege, um ins Spawn zu kommen. Das ist cool. Es gibt also mehr als einen Weg, um zum Gegner-Spawn zu kommen. Das ist knackig, das ist schön. Nee, aber, ne? Dass es zum fertigen Spiel hin nur wenige Ideen geschafft haben, ins Spiel zu kommen und besonders in den Online-Modus zu kommen, in Sachen Maps, in Sachen Waffen und sowas. Das ist krass. Ne, und alles in allem muss ich sagen, dass die Map schon ziemlich bockt. Also die macht echt Spaß. Es macht echt Spaß zu spielen, auch gerade das Erkunden hier. Ne, ich habe jetzt gerade eben mich wie ein Kind an Weihnachten gefreut, weil ich diesen Weg gefunden habe. Ne? Generell diese Turbinen, die man mit Farbe
antreiben muss, damit man weiterkommt. Sehr, sehr krass gemacht. Und ja, so viel zu dieser Map. Das richtige Fazit kommt aber gleich, wie gesagt. Und ja, ist ein Sieg, muss man nicht drüber reden, aber hat definitiv Spaß gemacht. Ne? Übrigens, ich sitze hier schon seit 40 Minuten in der Aufnahme drin für, ja, das viermalige Spiel in dieser Map. Ist das nicht krass? Ich denke schon. Deswegen, Leute, wenn ihr bisher noch keinen Daumen gegeben habt, entscheidet euch bitte für einen Daumen. Entscheidet euch bitte zu bewerten. Das wäre sehr nett. Naja, jetzt sehen wir uns beim ominösen Fazit wieder. Und zwar machen wir jetzt mal einen Rundgang durch diese Map. Dann gucken wir uns diese Map mal ein bisschen in Ruhe an. Wir haben 3 Minuten Zeit. Ich denke, das kriegen wir hin. Und ja, abschließend kann ich sagen, sehr, sehr cool. Auch hier der Hintergrund. Bin ich auch noch gar nicht drauf eingegangen. Sieht sehr schön aus. Kann es sogar sein, dass das Ankerbit Games Headquarter in der Nähe von der Pinakothek ist? Ich habe keine Ahnung. Es sah mir zuerst so aus. Und, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Was wird denn passieren, wenn wir quasi... Wo stehe ich? Wenn wir die Turbine hiermit antreiben. Das geht. Okay, cool. Ist zwar voll die Verschwendung, aber man kann es machen. Auch hier die Game-Automaten sind ziemlich cool gemacht. Ne, diese Arcade-Automaten, total cool. Und wir sehen, schaut mal. Da ist das Minigame, was man auch auf dem Wii U Gamepad spielen kann, wenn man gerade in der Lobby ist und chillt. Cool. Sehr, sehr cool. Naja, wie gesagt, besonders auch diese Tatsache, du kannst einfach durch die Plattform in den Gegner-Spawn kommen. Das ist viel einfacher. Es gibt ja erstmal den Weg durch die Mitte. Ne? Zack. Aber es gibt nochmal auf der gleichen Plattform hier hinzukommen. Das ist auch cool. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das irgendwann OP werden kann, wenn jetzt, wenn das alle verstanden haben, dann, Prost Mahlzeit. Dann wird es hier aber sehr krass zugehen. Da ist die Frage, kann man hier in den Gegner-Spawn kommen? Ich glaube ja nicht, weil, ihr seht, das ist ja alles abgetrennt, da kommst du ja nicht hoch. Vielleicht gibt es ja so ein paar Bugs, die man nutzen kann, aber ansonsten würde ich sagen, man kommt da nicht hoch. Es gibt ja immer die Leute, die finden irgendwie auf irgendwelche Art und Weise Glitches. Aber ich finde sie nicht. Das ist das Problem. Würde ich sie finden, würde ich auch viel leichter vorankommen. Na, aber zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, hier irgendwie hochspringst, dann kommst du auf den Arcade-Automaten und dann, naja, keine Ahnung. Geht aber nicht. So. Ja, wie finde ich das Ankerbit Headquarter? Wie ich finde, ein sehr, 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 sehr passender, krönender Abschluss der ganzen Maps. Mir gefallen alle Maps generell sehr gut. Alle machen auf ihre eigene Art und Weise Spaß, aber ich muss sagen, die letzten beiden haben ihre innovativsten Seiten gefunden. Muss ich jetzt mal echt so sagen. Wobei ich sagen muss, die letzten 4. Pinakothek, Mahi Mahi Resort, Steinkühlergrube und Ankerbit. Das sind die 4 innovativsten Maps, die es momentan, ja, die es in letzter Zeit überhaupt gab. Und, ja. Von mir bekommt das Ankerbit Headquarter 5 von 5 randomische Sektflaschen auf die Fresse. Und von daher gesehen würde ich sagen, das wäre es für diesen Part mit dem Ankerbit Headquarter. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde und Kinder. Haut rein. Ciao.